Ja, hallo, mein Name ist Herr von Niemals. Ich arbeite für die Firma Databar. Ich gehe nebenbei zur Fachhochschule. Ich besuche den Lehrgang Informatiker-Techniker HF und bin im dritten Semester. Ich probiere auf Hochdeutsch das Ganze zu präsentieren, aber meine ursprünglich oder meine freie Sprache ist die Schweizerdeutschsprache. Da fühle ich mich einfach wohler. Zudem bin ich noch leicht erkältet und ich entschuldige mich jetzt schon für den einen oder den anderen Husten oder so. Okay, also ich fange mal. Also wir haben von unserem Lehrer, von der Programmierung her, den Auftrag erfasst, ein Programm nach Wahl zu programmieren. Also es muss ein Android-Programm sein, was ja Java-basiert ist. Und wir durften was selbstständig was aussehen. Unsere Gruppe hat sich dann für was Cooles entschieden. Und zwar möchten wir mit unserem Programm Rezepte erfassen, Rezeptzutaten erfassen. Wir wollen anhand von Rezeptzutaten, die zu uns zur Verfügung stehen und theoretisch anklicken könnte, gucken, was für Rezepte das existieren. Ich habe die Aufgabe bekommen, das Backend zu machen. Das Backend habe ich in Form einer Datenbank gemacht. Das ist auf MySQL basiert. Und das Backend habe ich mit Hilfe von PHP noch ein bisschen verstärkt sozusagen. Ich habe noch eine Mini-Web-Frontend gemacht, um Rezepte einfacher zu erfassen und gewisse Abläufe zu automatisieren. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, was für Sachen ich gemacht habe, für diejenigen, die es vielleicht interessieren. So. Informatik-Center.ch ist meine ursprüngliche Webseite. Ich habe noch slash Schule erstellt zum Gucken. Die Aufgabe also online zu stellen. So, auf meiner Seite seht ihr so ein Web-Engine, ist auf Bootstrap 3 basiert. Das, was ihr seht, sind die Data-Tables. Man kann hier auswählen, was für Spalten das man sehen möchte oder nicht. Die Timestamps nehme ich mal aus, die sind echt uninteressant. Rezept-IDs nehme ich auch aus. So, also, was man sieht, also ich habe so hier ein paar Rezepte erfasst. Die Rezepte haben teilweise eine Beschreibung oder keine Beschreibung. Das ist noch in der Testphase. Dort, wo man zum Beispiel mehr über ein Rezept erfahren möchte, klickt man auf die Details und da sieht man die Zutaten. Dann, ich habe da Engine erstellt, wo man neue Rezeptzutaten erstellen kann, zum Beispiel, wie soll ich sagen, Rindfleisch, dann klickt man auf das Plus und ab sofort steht Rindfleisch mit der ID 21 global zur Verfügung. Also man kann es zu jedem Rezept theoretisch adden. Hier habe ich noch Einheiten erstellt, damit man das Ganze auch ein bisschen logisch abspeichern kann. Kilogramm, Gramm, Stück, Handvoll, Glas, Gläser, Liter, bla bla bla. Man kann es modular erweitern. Und hier kommt dann das Formular, wo man Rezepte adden kann. Wie gesagt, also das ist ein Mini-Web-Frontend. Also ursprünglich ist immer noch die Aufgabe, dass man das Ganze via App machen kann. Hier kann man sagen, ob wie viele der Rezeptzutaten das Rezept haben soll. Hier kommt zum Beispiel ein Name rein. Ich sag mal jetzt Spaghetti Bolognese. Ich habe noch eine Validierung gemacht. Wenn zum Beispiel ein Rezept existiert, kann man nicht das gleiche nochmal erstellen. Existiert bereits. Bla bla bla. So. Okay, wie sieht es in der Datenbank dann aus? Das nimmt mich jetzt wunder. Also vielleicht euch auch.
Die Datenbank habe ich ähnlich aufgebaut wie auf unserer Webseite. Da sieht man die Sachen, die ich vorhin erfasst habe, den Trash zum Beispiel. Hier sieht man alle Zutaten, Rezeptzutaten. Das ist so eine Art Master-Tabelle. Man sieht Rezept-Zutat-ID, das ist eigentlich egal. Und eigentlich sind das die vier Spalten, die wichtig sind. Hier kommt die Rezept-ID rein. Alles, was von Rezept 1 kann irgendwie Spaghetti Bolognese vermutlich sein. Zudem, also das Rezept hier hat folgende Zutaten: die Nummer 2, 17, 14 und 15. Dann hat es noch eine Einheit-ID, wie zum Beispiel Kilogramm, Gramm oder sowas, bla bla bla, und die Menge dazu. So. Also, die Nummer 1. Hä? Hier habe ich eine übergeordnete Tabelle. Das ist die Rezepttabelle. Rezept 1 ist tatsächlich Spaghetti Bolognese, hat eine Anzahl Person 4, hat noch keine Beschreibung, wurde am 5.3.2017 erstellt. Und hier sind noch die Einheiten. Ich habe recht lange mit MySQL ein bisschen herumhantiert und dann Folgendes gemacht. Ich zeige euch jetzt was. Also, das ist meine Index-ID, HTML, wo ich dann die Rezepte hole, bla bla bla. Also wie man sieht, ich arbeite einerseits mit Data Tables, das ist PHP, also JavaScript, sorry. Und hier pushe ich dann das Ganze rein. Ich hole sie zuerst von der MySQL-Datenbank und pushe dann in die Tabellen rein. Und jetzt soll das nicht alles sein, weil wir wollen ja eine Java-basierte Android-App machen. Dazu habe ich mich entschieden, via JSON das Interface zu machen. Dazu habe ich ein SQL-Agent geballert. Ich muss das Ganze noch ein bisschen abändern. Also hier sieht man verschiedene Public Function. Funktionen, die dann zum Beispiel anhand von Inputs dann ein Output generieren. Ich habe da Add Rezept Zutaten, Rezept, Get Rezept Pool via Zutaten, bla bla bla. Also hier habe ich recht umfangreich gecodet. Und jetzt sieht man, was das Ergebnis davon ist. Also jeder kennt von euch sicher Postman von Google. Auf Google Apps. Hier kann man jetzt verschiedene Get- oder Post-Methods auf meine API zugreifen. Ich mache euch jetzt ein paar Beispiele. Also, hier soll man alle Zutaten bekommen. Okay, send. Pretty. Und hier bekomme ich dann so alle Zutaten, die ich auf dem Server erfasst habe. Hintereinander mit ID, bla bla bla. Das sind alles Zutaten. Hä? Dann, was habe ich da noch? Geht alle Rezepte. ID, Spaghetti Bolognese, haben wir vorhin in der Datenbank gelesen, bla bla bla. Jetzt möchte ich alle Rezeptzutaten plus noch die Beschreibung haben von der Rezept-ID 6. Dort ist zufälligerweise noch eine Beschreibung. Gehen wir das mal angucken. Hier sieht man dann alle Zutaten, die dazugehören, mit Menge, Anzahl, Einheit, bla 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 und die Zubereitung. Und jetzt, das Geile jetzt ist, anhand der ID-Nummern, die ich jeweils immer schicke, kann man dann zu meinem API schicken
Guck mal, API, gib mir alle Rezepte zurück. Ich habe folgende Zutaten. Also die Funktion heißt GetRezept vier Zutaten. Und schick ihm dann die Zutat-IDs. Sobald ich das gemacht habe, müsste dann theoretisch was Mögliches zurückkommen oder null. Tatsächlich kann man mit diesen zwei, mit diesen 1, 2, 3, 4, 5 Zutaten habe ich zwei mögliche Rezepte, die ich machen könnte. Ich nehme mal eins raus. Jetzt kann ich nur noch Spaghetti Bolognese machen. Hey, cool. Also, wie ihr seht, sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Ebenfalls, wie ihr sichergestellt habt, ist die Logik ziemlich auf diese API aufgebaut. Das heißt, wir in der Android-Umgebung mit Java müssen wir nur noch die richtigen Calls machen und schon haben wir die Aufgabe erfüllt. Also, wie ihr seht, kann man mit PHP ganz stark ja, gewisse Apps richtig geil und nice unterstützen. Falls ihr Fragen zum Code habt, via PHP oder MySQL, könnt mich jederzeit fragen. Sobald ich Zeit habe, melde ich mich bei euch sicher. Besten Dank fürs Zuschauen und bei meinem nächsten Video möchte ich euch zeigen, wie wir dann in der Android Studio Umgebung die App realisiert haben. Besten Dank und bis bald.